Ebene 3. Na, schießt du bitte. Ey. Wo kommst denn du jetzt noch her? Höheres Schleimen. Die sind alle tot. Also wir sind so fern jetzt egal gewesen, wo ich lang latsche. Bah. Natürlich spukt es hier wieder. Was denn auch sonst? Oh, meins. Nein, andere Richtung. Ich finde das lustig. Feuerfee, aber es ist ein Dämon. Alles klar. So. Ah, noch eine. Na, schießt du jetzt bitte? Gibt's doch nicht, ey. Was gibt's hier noch so? Hier gar nichts weiter, okay. Dass ihr euch hier im Wasser so wohl fühlt. Yeah. So. Ich bin, glaube ich, momentan sicher genug. Nichts. Alles klar.
Na. Hier ist nichts. Geld. Toll, hier so einen ganzen Haufen verpasst hier, aber da will ich jetzt nicht hin zurückrennen. Meins. Kaputt machen. Natürlich wirkt Kräuterkunde wieder nicht. Ach so, das kann ich aufmachen. Okay. Na. Okay. Was bist du denn für ein Drachi? Das ist keine Chimäre. Jetzt wollte mich einfach nur verkackeiern. Leute, lasst euch nichts einreden. Das ist keine Chimäre. Da fehlt die Ziege. Eine Chimäre ist immer zum Teil Ziege. Da ist kein. Oder soll das da eben die Ziege sein? Naja, egal. Trotzdem sieht eine Chimäre nicht so aus. Sie ist einfach nur eine Mischung aus den dreien und nicht da ein Teil so, da ein Teil so. Warum läufst du weg? Das war's. Und euch scheiß Fallen kriege ich auch noch kaputt. Billigsöldner, aha. Habe ich noch alles aufgeladen? Ja. Königliche Truhe. Da ich ja jetzt schon Angst, was jetzt im nächsten Raum kommt. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Tschüss. Ach, geht auf, okay. Ist ja lustig, ist ja süß. Diese Steine kennen wir doch. Hallöchen, mein Freund, Freundin. Ich habe versagt. Mein ganzes Leben wurde ich ausgebildet, damit ich eines Tages ein Monster wie diesen Terkine töten könne. Aber als es soweit war, fehlte mir die Stärke, ihn zu besiegen. Ich fiel beim ersten Schlag. Und aufgrund meines Fehlers hat er nun die Sichel des Kronos. Toll gemacht. Kann es wahr sein, was du sagst? Du hast es geschafft, die Terkine auf Kreta und in Ägypten zu töten? Vielen Dank, Krieger. Wenigstens auf diese Weise wurden meine Familie und mein Dorf gerecht. Zumindest können sie jetzt in Frieden ruhen.
Ich hatte dich und deine Fähigkeiten falsch eingeschätzt, als wir uns das erste Mal trafen. Ach was. Jetzt, da der Tekine die Sichel hat, besitzt er die Macht eines Gottes. Sogar die Götter zu töten. Er hat unsägliche Pläne. Beeil dich. Er hat die Sichel benutzt, um einen Ausgang in die Mauer zu schlagen. Mach dir keine Sorgen um mich. Folge ihm. Um dich mache ich mir keine Sorgen. Ich hab schon Telkine kalt gemacht und du hast trotzdem rumgepöbelt, als wärst du sonst da was. Sieht hübsch aus. Autsch. Ja, wo sind wir denn hier? Außenbezirke von Babylon. Hier haben wir einen Waffenschmied. Ich brauche einen Brunnen. So, meine Freunde. Ich habe dieses Ding gesehen, von dem du sprichst. Eine Horde Monster und ihr Anführer trugen eine schreckliche Waffe. Sie kamen hier entlang, zerschlugen und verbrannten alles in ihrem Weg. Jeder, der nicht davon lief, wurde in Stücke geschlagen. Also wurden die meisten von euch... sind die meisten von euch natürlich wieder abgehauen. Ist auf der Seidenstraße nach Osten. Okay. Trotzdem gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes für mich ist. Sieht nicht so aus. Na dann. Ein weiser Mann sollte sich auf den vor ihm liegenden Weg vorbereiten. Ich bin kein Mann. Denn ich habe Waren, die ich an die Weisen verkaufe. Mhm. Ach, gib Ruhe mit deinem Geflüster. Okay. Gute Reise. Sei gegrüßt. Nö. So. Lebe wohl. Gibt's hier echt keine Karawane? Gemeinheit. Na gut. Komm. Welchen wollte ich verkaufen? Den wollte ich noch verkaufen. Was macht der Hut? Nee, das behalte ich auch noch. Nee, ich glaube, den verkaufe ich noch. Gute Reise. Ne! Ich habe mir schon gedacht, entweder der kommt gleich hier reingerannt oder ich krieg eine Quest. Es war sogar beides. Meine Vorräte, mein Bauernhof. Jemand muss die Monster verjagen, bevor ich alles verliere. Damit, dass du weggelaufen bist, hast du schon alles verloren. Die Saat der Zerstörung. Schön, wie ich sie mal schon höre, aber nicht sehe. Warum geht denn das plötzlich alles so schnell hier? Immer schön die Schamanen kalt machen. Euch geht's gut.
Fertig. Du hast sie getötet. Fremder, du hast meinen Bauernhof gerettet. Ach, vielen Dank. Bitteschön. Aber Leute, ich glaube, ich mache hier trotzdem einen Cut. Aufnahme dauert wieder lange genug. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hier wieder auf dem Weg die Seidenstraße. Und dann keine Ahnung, wo es da hingeht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Titan Quest. Tschüss.